Willkommen zurück. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Musik angeht. Und ich kann auch nicht singen oder sowas. Achso, hier war auch irgendwo der Attackenvergesser, oder? Move Deleters House, genau. Da könnten wir jetzt natürlich auch unseren unglaublich verkackten Pokémon wieder ein unglaublich gutes Pokémon machen. Aber es ist uns egal. Welches unglaublich verkackte Pokémon, fragt ihr? Ich meine, Jungblut, okay. Zoe, you know, the trainer who's always prepared. Oh, okay, kenne ich nicht, nein. Es ist so schlimm, alle Trainer zu besiegen, du wirst alle 2 Sekunden angerufen. Ich habe ja schon im letzten paar Tagen darüber gesprochen. Ich bin froh, wenn ich irgendwann mal Hard Gold Let's Playen kann. Ja, irgendwann. Falls ich irgendwann mal eine gute ROM finde oder falls ich irgendwann mal einen aufnahmefähigen DS finde. Und wir gehen einfach jetzt mal in die Safari-Zone und hoffen auf das total epische Pokémon. Ja, Baby, ist mir scheißegal. Nimm all mein Geld. Take all my money. Okay, bist du gleich hier das erste Pokémon? Wäre voll toll, wenn du das erste Pokémon wärst. Okay. Ein Vilja ist hier auf jeden Fall. Nein, das möchten wir nicht haben. Fängt eigentlich schon mal ganz gut an. Das heißt, hier gibt es starke Pokémon. Gib mir Pokémon. Feurige. Ein Tisch kann ich feurigen. Brauchen wir aber auch nicht. Vorriegel ist nicht mal der Starter, den ich wähle, wenn ich das Spiel an sich spiele. Das ist voll krank. Also die zweite Gen. Ich bin nämlich voll der Kanimani-Starter-Liebhaber. So, ho, 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 ho. Und ein Schmerbe, okay. Das ist jetzt nicht so das Awesome-Pokémon schlechthin. Aber ich will unbedingt, unbedingt, unbedingt ein Scherox. Irgendwo muss ich doch eins finden. Irgendwo. Oh, ein Kingler. Oh mein Gott, wie fucking awesome das ist. Ich mag Kingler. Kingler ist cool. Dum, 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 Ditto, Ditto. Also, mit Ditto hat man eigentlich jedes Pokémon. Deswegen haben das auch viele als Lieblings-Pokémon, wenn sie sich nicht entscheiden können, ja. Und Allrad. Okay. Ist die Allrad-Ebene die Ebene mit meinem Scherox? Oh nein. Eine Maria. Wisst ihr, der andere Jesus ist jetzt Maria. So, ja? Kennt ihr? Kennt ihr? Ja, wisst ihr? Ja? Ja? Nicht? Okay. Dann, oh, ein paar Minella! Ein paar Minella! Oh mein Gott! Dum, 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 dum. Düdelup. Und was finden? Ah, oh, oh. Das will ich einfach mal fangen. Ich will gucken, ob es die Fähigkeit Trockenheit hat. Wenn es die schon gab hier. Und wenn nicht, dann wird es die Fähigkeit Trockenheit haben am Ende. Ich habe mich richtig was Cooles vor mit Parasect. Parasect einfach mal richtig nervig spielen. Oh. Ich glaube, ich würde ein legendäres einfach wirklich Kyogre noch mit ins Team nehmen. Der Kyogre ist eigentlich ganz cool. Und es hat einfach diesen Niesel-Effekt. Ja, das ist schon cool. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich mein Team aufbaue. Es gibt so viele tausende von Ideen. Oh, hey, Glumanda. Ach komm. Es ist fucking nochmal Glumanda. Das darf rein. Komm schon. Geh. Och man. It's watching carefully. Es hält sich so den Bauch so von wegen. Ah, ich hab gut gegessen. Okay. Ja, ja, ich weiß, dass du carefully watched. Dum, 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 dum. Okay, hey, hey. Das kann noch ein bisschen dauern. Ja. Ein bisschen länger. Okay. Okay. Ja. Oh Mann. Gleich habe ich keinen Bock mehr auf dich, Glumanda. Gleich habe ich keinen Bock mehr auf dich.
Vielleicht finde ich dich nicht öde. Ja, ich finde dich gleich wirklich öde. Muss nämlich nicht mehr die ganzen Bälle für dich verschwenden, Glumanda. Schon der siebte... Na, der siebte doch. Der siebte Ball, den ich auf dich werfe. Gut. Gut. Und fick dich. Komm, der achte Ball, den gebe ich dir noch. Okay, ich gebe bis 20 runter und das war's dann, oder? Nein, ich gebe dir nur noch den achten Ball. So, schnell abpressen, dann bleibt es okay oder auch nicht. So, Glumanda, ich bin konsequent. Du warst nur ein nettes Gimmick nebenbei, ich brauche dich nicht mehr. So, wer kommt als nächstes? Ein Paras. Ich glaube, Paras oder Paras, der hat noch den gleichen Ruf wie Mewtwo. Ja. Dun, 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 dun. Noch ein Paras. Ich glaube, ich gehe echt mal ins Wasser. Mal sehen, was da so kommt. Das kann ja wirklich alles passieren. So, wir haben schon Traumatos auf dem Wasser gefunden. Oder einen kompletten Fischwald. Also. Ein Fleckmon. Fleckmon ist natürlich mal wieder mega awesome. Ein Bizarro-Raum, sehr tolles Pokémon. Sehr tolles Pokémon. Tox, oh mein Gott, wir haben Toxin gefunden. Das muss ich weise einsetzen. Toxin ist toll. Hätte ich einen Carpet mit... Oh. Nee, ein Carpet müsste ja einen Giftschleim tragen, aber ich bin ja so dumm. Nee. Dum, dum, dum. Und nur Fleckmon. Ich glaube, hier gibt es wirklich nur Fleckmon. Okay, run away. Ach. Aber vielleicht werde ich... Ich werde dieses Pokémon hier doch noch kriegen, was ich unbedingt will. Es gibt doch nur ein Pokémon, was ich will. Was ich weiß, dass es hier gibt. Also ich weiß von einem Pokémon, was ich auf jeden Fall hier will. Und du bist es nicht mehr. Komm, diesen einen letzten Ball kriegst du noch, Glumanda. Danach ist so, Sense, das wirst du dann nach, du wirst danach nicht nochmal gefangen. Okay. Es ist doch gar kein Bock mehr auf mich, ja. Und wir verstehen uns blind. Wir hätten beste Pokémon-Freunde sein können, aber nein. Was bist du? Okay, ja, du bist schlecht. Ich bin ein Jungspund, ich kann hier rumrennen, wie ich will. Wie viel Schritt habe ich eigentlich noch? Hier bin ich mir angezeigt, oder? Nee, 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 okay. Oh, ein Haus. Was ist für ein Haus? Rest House, okay. No! Gerade wo ich einen coolen Ort gefunden habe. Ich will zurück zum Rest House. Lass mich bitte nochmal rein. Los. Ah. Hätten wir auch nochmal für Glumanda alles verschwenden können. Okay, wo geht's zum Rest House? Rest House, Rest House. Wo ist das Rest in Peace House? Ist hier oben irgendwo? Ah, in das Gebiet kommen wir eh sowieso und erst rein nach der Liga. Da sind nämlich eigentlich Johto-basierende Pokémon, wie ich gehört habe. Ja, und soweit ich es noch weiß. So. Es gibt doch nur ein Pokémon, was ich hier will. Glumanda, egal. Ach, Feurigel, egal wie süß du bist. Igelava ist cooler. Ich finde sowieso Igelava ist die coolste Entwicklung von all denen. Okay. Hier haben wir folgendes Problem. Hier kommt man nur mit einem Kunstrad drüber. Ich hoffe, er ist nicht im Kunstradareal. Ach so, hier ist sogar die. Ah, hier. Da wollte ich sogar hin. Okay. What the fuck? Are you trying to... Ich will mich doch verarschen, oder? Komm schon, du verarschst mich. Oh, und... Hier hätten wir jetzt auch nochmal das andere Fossil. Das heißt, es gibt schon mal beide Fossilien hier. Und Flamly gäbe es auch nochmal hier. Dieses Spiel will einfach nur, dass man ein Flamly hat. Ich denke nicht so, take all the Flamlys. Na, ist auch nichts drin, okay. Da war jetzt ein Berg. Da ist ein Berg. Ein wunderschöner Berg. Da setze ich jetzt mal Surfer ein. Sehen, was es hier für awesome Pokémon gibt. Tanze auf dem Wasser. Tanze, ich begrüße sie. Da, 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 da. Ich habe hier noch Angeln. Poke. Na, ich würde Beutel. Back. Ich registriere sie mal. Angel-Action, Baby. Oh,
Oh mein Gott, das Angeln war so cool in der dritten Gen, wie ich finde. Es war echt noch so ein kleines, süßes Minispiel. Ach, war nicht richtig cool. Okay, also gibt es hier nur Scheiß-Pokémon zum Angeln. Ich gehe mal davon aus, dass das einzigste ist zum Angeln. Was gibt's hier unten? Ein Pokéball. Sea Incense. Okay. Das ist wieder der Seegesang. Immer diese traurigen Bäume, da wird mir ja ganz depressiv. Oh. Ich achte wieder da drauf. Oh, das ist so schlimm. Ein Radikal. Radikal ist auch ein cooles Pokémon. Ich glaube sogar das coolste Normal-Pokémon der ersten Staffel, wie ich finde. Glaube ich. Ich gehe mal davon aus. Auch nichts Cooles. Schade. Ich glaube, ich hole mir gleich nochmal das Kunstrad und gehe nochmal in die Kunstrad-Ecke. Ich könnte mir die Pokémon nicht auch alle mal fangen, aber nee. Ja, ich glaube, ich gehe mal. Ich glaube, ich gehe gleich nach der Runde hier erstmal zum Kunden, zum Radhändler und hole mir das Kunstrad wieder. Nebenbei fangen wir uns jetzt noch an, Ditto. Ditto! Gotta catch 'em all! Los, oh Mann. Ditto is watching carefully. Was auch immer, los! Ja, nochmal und drinne. Gut. So. So, du bist der Alleskönner. Ich nenne dich jetzt einfach Horst. So. Keine Ahnung, ich habe irgendwie Lust, jemanden Horst zu nennen. Deswegen heißt es jetzt Horst. Komm, ich habe noch Zeit. Baby, los. Dum, dum. Und Ditto. Wir haben doch schon jedes Pokémon. Da brauchen wir kein Ditto mehr. Zum ersten Areal gibt es nur 5% Chance auf ein Pikachu. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass dieses Pokémon Pikachu ersetzt. Wenn ja, dann wäre das voll cool zwar, von wegen prozentzahlmäßig, und dass wir voll Glück haben. Weil ich will ein anderes Pokémon. Ich will ganz klein anderes Pokémon haben. Was es hier auch gibt, das weiß ich. Das habe ich im Pokédex nachgeguckt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht verguckt habe. Und das Feurige will auch nicht. Oh, Mann. Komm, Feurige. Wir brauchen doch noch einen Torben. Ah, ich glaube, das mag den Namen Torben nicht. Okay, wie wär's dann mit, Thaddäus? Willst du Thaddäus heißen? Ah, mir gefällt ihm auch nicht, okay. Dann nenne ich dich, William. Komm mal, William Shakespeare oder William aus Fluch der Karibik. Komm, William ist noch ein schöner. Okay, magst du auch nicht? Okay. Vielleicht bist du schwul, ich nenne dich Sarah. Ah, ne, ist nicht schwul, okay. Oh, jetzt ist beleidigt, schade. Oh, jetzt ist beleidigt, okay. Kann ich verstehen, ich würde auch nicht gerne schwul genannt werden. Tja. Wo schnell kann man sich's verspaßen? Mit deinen riesen Hammer-Ei-Hübsch-Augen. Blub. Ah, ist ja eigentlich ziemlich bitter, wenn es direkt hier in der ersten Riege wäre. So im ersten Areal. So. Ah, können wir mal weiter. Gehen wir nochmal weiter nördlich gucken. Hier zum Beispiel. Dum. Oh, und nochmal. Würdest du gerne Torben heißen? Oh, ja. Na, hat sie doch alles überlegt. Okay. Na, Torben geht in die richtige Richtung. Möchtest du vielleicht mit Torben das nicht nochmal überlegen? Komm, vielleicht ist sie diesmal. Vielleicht gefällt sie diesmal mehr. Na, okay, hast dich dagegen entschieden. Gut. Und dann gucken wir nochmal nach. Du bist. Na, ich wollte dir einen Namen geben. Aber das magst du nicht, dass ich dir einfach so einen Namen aufdrücken würde. Okay, dann bist du jetzt Thaddäus. Los, Thaddäus. Okay, du magst Thaddäus schon mal gar nicht. Bist also kein Fan von SpongeBob. Rüdiger. Hallo, ich bin Rüdiger. Ach, Rüdiger magst du auch nicht? Okay. Sebastian.
Möchtest du Sebastian heißen? Oh, auch nicht. Also bist du kein Butler-Typ. Okay. Wir gehen langsam die Namen aus. Dann nenne ich dich Mike. Los, du bist jetzt Mike. Mike? Nein. Oh, du magst Mike nicht? Oh, armer Mike. Okay, nennen wir dich Haftbefehl. Ah, okay. Da wäre ich auch sofort rausgekommen. Okay, wir gehen den Namen aus. Da gemerkt. Ja. Ach komm, ich nenne dich, Theo. Okay. Dann nochmal, lass mich aussprechen, Theodor. Du wirst jetzt Theodor heißen. Theodor. Oh, magst du nicht? Okay. Okay, okay, okay. Wie wär's dann mit... Ralf. Okay. Und es hat keinen Bock mehr. Hätte ich auch nicht. Oh, wieder falsche Taste. Ding dong, time's up. Okay. Und wir haben wieder nicht herausgefunden, welches, wo das Pokémon ist. Okay, auf jeden Fall. Ein letztes Mal. Ich hole jetzt das andere Rad. Und dann gehen wir mal in die Kunstrad-Ecke. Vielleicht ist es ja da. Verschiedene Areale, verschiedene Pokémon und so weiter und so fort. Ich brauche auf jeden Fall für den Himmelturm, dass, wenn ich mir Rayquaza fangen möchte, auf jeden Fall noch einmal das Ding, oder? Ja, eigentlich schon. So. Acrobike, Baby. So. Probieren wir es nochmal aus mit der Safari-Zone. Aber vorerst gucke ich nochmal, glaube ich, nach. Weil ich war mir eigentlich so zu 98% sicher, dass es das hier gibt. Bisschen weiter, nicht zu weit. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Für Pokémon gab es einfach in der dritten Genua dazu. Ja, da ist es doch. Und... Area. Ganz genau, da oben ist das. Ich hab's doch gewusst. Nee. So. Jetzt noch ein Durchlauf Safari-Zone. Komm, und dann ist der Part erst zu Ende. Komm, jetzt gebe ich euch. Ist ein bisschen, halt ein bisschen länger. So. Duck-Trio. Trick, Trick und Track. Dum, 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 dum. Ja, Earthquake. Oh, Baby, das war keine gute Idee. Das macht jetzt mega Damage. Aber so musste halt wenigstens nichts animiert werden, wie sie sterben. Es musste nur ein Zaun kommen. Und es ist ein Execute. Das ist voll die Psycho-Eier. Bei einem sieht man sogar schon das Hirn, Brains und so. So, rein da. Sinnloses Gelaber anhören, da. Ich würde gerne schnell in die Safari-Zone. Okay. Ich finde, Musik passt doch einfach so dazu, Alter. Das ist so, oh, so ein geiler Soundtrack. Okay. Ich bin wieder ein zu weit gewesen. Ein zu runter. Okay. Ich möchte jetzt einmal das Acrobike benutzen. Register. Ging das so oder nicht? Wie ging das? Ach so, ging das. Und das letzte Areal, Baby. Bitte, Baby, mach dir nie mehr Sorgen um... Oh, Kleinstein! Kleinstein ist auch ein ganz geiles Ding. Ich habe nur das Gefühl, da sind die Kunstrad-Typen einfach mal mega bevorteiligt hier drinne. Doch mal so ein riesiges Areal. Was? Zum... Okay, okay, das fange ich nicht. Ich bin einfach viel zu überrascht.
Ja, ich glaube, das könnte das richtige Areal sein, wo mein Liebling ist. Weil ich jetzt schon so ein awesome Target-Tick gesehen habe. Oh, ne, warum bist du nicht die vierte Gen? Ich hätte so gerne ein Paraflünsche aus dir gemacht. Dum, 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 Kleinstein gibt's wieder. Mal im Doppel-Hellpack. Das hätten sie in der dritten Gen auch schon machen können. Oh. Eine rote Flöte. Okay. Ich flöte mir ein. Oh mein Gott. Zertrümmerer. Können wir Zertrümmerer einsetzen? Ja, wir haben natürlich unsere VM-Schlampe dabei. Schade. Nichts passiert. Und Ladybar. Ich möchte ein anderes. Los, gib mir mein Jerox. Ich müsste echt eigentlich mal gucken, an welchen Stellen Jerox ersetzt wurde gegen welches Pokémon. Dann kann ich ganz genau danach handeln. Ist so 1000 Jahre lang Suchearbeit, aber ich glaube, ich mache das gleich. Ich habe nicht Bock auf ein kleines Jerox. Okay, Safari Bell. Kingler, du bist mein. Und ich werde dich Jessie nennen. Magst du nicht gut. Mochte ich auch nicht. Dann, wie wär's mit, Christina? Nein, du willst auch keine Christina sein? Okay. Dann möchte ich, dass du ein... Ja, Isabelle. Isabelle. Hier, Isabelle magst du gar... Okay. Bist du nicht ganz sicher, was für ein Geschlecht du bist? Dann nennen wir mal Kim. Hier, Kim ist doch ein cooler Name. Sogar ein Weltdiktator heißt du. Ah, oh, okay, das will ich jetzt nicht erwähnen. Ah ja, okay, okay, dann heißt du, Charlotte. Na, Charlotte, okay. Ja, und... Ach, doch nicht, ach. Aber, ach, Charlotte, überlegst du dir nochmal, komm. Oder Charlotte. Komm, so ausgesprochen vielleicht besser, Charlotte. Na, magst du auch nicht, okay. Ach, immer diese Pokémon, die einfach nicht wissen, wie sie heißen wollen. Aber bist du jetzt einfach Margarete. Okay. Hilda? Möchtest du eine kräftige und starke Hilda sein? Hilda ist cool, vergiss das nicht. Ach, okay. Und, Renate? Okay, ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, Pokémon-Spiel. Ich renn weg. Kein Bock mehr auf dich. So. Bams. Das gilt. Gehen wir nochmal in das Feld. Ich glaube, wir haben noch längst nicht alles gewählt, was man so in einem Feld finden kann. Uhahaha. Oh, da so ein fucking Togetick war da eben. Ein fucking Togetick. Ich würde gerne mal wissen. Aber ich muss jetzt echt nachgucken, wie man an welches Pokémon jetzt noch rankommt. Es kann natürlich sein, dass es auf so ein Scheiß, auf so einer scheiß Höhenebene ist. Das gibt's dann erst nach der Liga. Ist ja natürlich richtig beschissen. Ich will nichts ich will das nicht erst nach der Liga haben. Naja. Okay, dann gucken wir nach der Liga halt nochmal. Togetic war schon awesome. Ja. Under Construction. Aber wenigstens können wir zu cool fahren. Ja, ich möchte rausgehen. Retreat. Ja, möchte ich. Und es reicht das, was wir gefangen haben. Ich glaube gar nichts in diesem Mal. Aber hey. Das reicht mir vollkommen. Und ich hoffe, das reicht euch heute auch schon, dass ich jetzt ganze 24 Minuten geballte Pokémon-Action mit Namen suche. Ich glaube, der Partner nicht auch so. Namenssuche. Namenssuche. Okay. Vergesst nicht, den Part zu bewerten. Da lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter oder was auch immer ihr wollt da. Und vielleicht sehen wir uns auch schon morgen wieder. Also ein Abo wird auch diese Bäume, glaube ich, so ein bisschen... wisst ihr so... Macht ihr bestimmt glücklich. Guck mal, wie traurig diese Bäume gucken. Macht mit Abo, macht ihr sie fröhlich, okay? Gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.